Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Age of Conan. Ich habe mir gedacht, ich nehme noch eine Folge auf. Hast du ein bisschen Zeit, zwar schon spät, aber ist egal. Duschen und so, waschen und so tust du jetzt Gamer sowieso nicht. Und deswegen habe ich gedacht, spaß dir die Zeit und nimmst noch eine Folge auf. Nee, und zwar, ja, wir sind hier richtig, ich habe den Riesen entdeckt. Ich drehe mich mal ganz langsam um. Da ist er nämlich, der Häuptling. Ja, Boss Level 40. Ich weiß nicht, ob das was wird. Also ich sehe das nicht, dass das was wird. Level 40 Boss, du Scheiße. Da bin ich doch ein Zahnstocher dagegen, ey. Kacke. Ich weiß nicht, ob das was wird. Also, ich probiere es, aber ich glaube nicht. Ich glaube, da müssen wir noch ein Level warten. Dass wir die vernünftige Skillung haben. Das ist doch scheiße, ich pick den hier höchstens die Beine an. Mehr nicht. So, mal schnell vielleicht nochmal. Ah, du Drecksau. Komm, 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 komm. Aufstehen, aufstehen, aufstehen. So, zack. Bonusrüstung auf. Machen wir schnell Stun. Komm, komm, zack. So, komm, dass ich nochmal Abrechnung nutzen kann, wenn das prockt. So. Und sonst erstmal hier noch alles raufhauen, was geht. Scheiße. Stun, Stun, geh weg, geh weg. Ah! Rede nicht. Ein bisschen Zeit, Lebenspunkte zu regenerieren. Komm. Einmal so bitte, komm, nochmal ein Stun. Nein, der ging nicht durch. Ah, komm, 18% noch. Ich hab Knockback, ich hab Knockback frei. Komm, komm. Nein, da stand er mich mitten im Knockback. Das ist ein Arschloch. Komm, geh kaputt. Los. Wow. Da liegt da ein Dreck. Heili, hu. Wenigstens was Vernünftiges gedroppt. Na, natürlich nicht. Warum auch? Hu, das war jetzt so... ja, ich bin so ganz schön so ein bisschen stolz, ne? Boah, guck dich mal das Riesenvieh an, was wir hier erledigt haben. So. Ich sag, es ist spät, ja, also. Da unten steht ein Boss. Warum steht da ein Boss? Der Leutnant. Okay. Ich hatte ihn nicht gehabt. Dann sind wir hier fertig. Geil. Ja, haben wir hier alles geschafft. Dann haben wir noch da oben noch ein paar Sachen. Schön, schön. Dann würde ich sagen, gehen wir das jetzt einfach mal alles ab. Kannst du mich... Halt er mich ein bisschen mit? Nee. Könnt ihr mal helfen. So, hier. Schön. Ob er die Hilfe jetzt brauchte, ist fraglich, aber... Ah, ich renne. Ah! Ich will nicht kämpfen. Naja, nicht Shift gedrückt halten. Ich muss mal rennen auf eine andere Taste legen. Weg, 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 hier, weg, hier, weg, hier. Nein, ich habe keine, ich mag nicht mehr. Ich mag nicht kämpfen. Ich mag nicht kämpfen. Ich mag nicht kämpfen. Geh doch weg. Geh weg. Geh weg. Da halt nicht. So, Knockback rein. Zack, liegt's im Dreck. Falsche Taste. Falscher Buff. Schön. War ich beim Boss jetzt so konzentriert und so gut dabei. Das fordert halt ein Tribut, ne? Also. So viel schafft mein Gehirn nicht. Das ist jetzt auch nur so ein kleiner Affe, der auf Knöpfe drückt, ja oder nein. Einatmen, ausatmen. Mehr ist da nicht. Ja, so. Hier, habt ihr eine Arbeit erledigt. Einzeitbereich für das Reich. Hier sind die Waffen der gefallenen Zhangxing. Würden sie durch den Beschuss nicht zerstört? Echte Waffen. Echte Zhangxi-Waffen? Gebt her. So, bitteschön. Das sind simple Waffen. Nichts wert für einen Händler. Aber nicht mehr in den Händen der Bergmenschen. So, wie steht fest? So.
Wir kriegen ein neues, wir kriegen sogar ein schönes Schild dafür. Ja, das nehmen wir natürlich mit. So, reden wir über was anderes. Ich habe die Shang-Chi und ihr... Die Sang... Sang-Sing. Sang-Sing heißen die eigentlich, ne? Sang-Sing. Und ihren Häuptling getötet. Ich habe alles gesehen. Es war ein erhebendes Gefühl, diese Bestien vor euch im Staub liegen zu sehen. Ich fand's auch cool. Die letzte Legion könnte jemand wie euch gebrauchen. Jo, gib das mal her. Danke. Ja! Und mach's gut. Level 38. Yay! Lululululu. Yippie. So, ihr wisst, was das heißt, ne? Yay, ich kann umskillen. Yay. So, ich hatte nämlich ein schönes Schwert. Und dazu noch ein... Das brauchen wir nicht mehr. Und ein Schild. Haha. Naja, gut, das Schild ist es nicht, haha, aber... Das Schwert sieht euer aus, euer aus wie ein Käsemesser. Ja, kannst nicht alles haben, ne? Und ich würde sagen, wie lange nehme ich denn auf? Das sieht ganz, noch ganz gut aus. Ich würde sagen, wir gehen, wir machen das jetzt zusammen, das Umskillen. Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig ist, was ich da mache, oder falsch ist, was ich da mache. Ist auch egal. Mal gucken, ob ich mir selber so ein bisschen Skillung zusammenschustern kann. Und, Da muss ich zur Dingensen. Ich könnte nach... Ich glaube, ich werde nach Kemi aber gehen. Das ist hier näher dran, ne? Da komme ich auch schneller zurück. Ja, ich will nach Kemi. Jojo, mach mal. So. Ladebildschirm in Kemi. Ja, endlich, haha. Wie lange freue ich mich darauf, endlich wieder mit Schwert und Schild zu spielen? Ah. Schön. Hui. Mach hin, komm. I'm so excited. Ha. Los. Mach hin. So. Da lang. Der stand da irgendwo am Aha. Am Aha. Nicht am O, sondern am Aha. Ja. Ja, ist gut. Der war nicht. Toll. Wie Geld. Haben wir Money? Was will er haben hier für die Lokalreise? Ja, komm. Ich hoffe, ich kann mir das Umscalen leisten. Haha. Scheiße. Könnte natürlich jetzt eng werden. Mit den paar Kröten. Dann müsste ich mir schnell vom anderen Charakter was schicken. Das wäre jetzt nicht das Problem. Aber ich glaube... Ach gut, 2 Silber. Das geht. Hör auf zu ruckeln hier. Hör auf zu ruckeln. Sollt aufhören zu ruckeln, habe ich gesagt. Sollt aufhören. Aus. Pfui. Nichts. Störrisch wieder hier heute. Ja. Ratter. So, da ist der Ausbilder. Hallo. Ich brauche Hilfe. Ja, ich auch. Komm, hau mir den Hammer auf den Kopf. Das ist alles verlerne hier. So, haben wir auf dem Schädel gehabt. Und dann gucken wir mal. So, dann müssen wir natürlich in den Moloch-Baum reingehen. So, natürlich Bonusrüstung nehmen wir mit. So, was haben wir denn hier alles? Begabung, DPS-Erhöhung. Und Fähigkeit Chaos-Schrei. Gewährt dem Wächter Fähigkeit, einen Schrei zu stoßen. Wenigstens gegen da geringfügigen Schaden zufügt. Und ein Bedrohungsfaktor. Gut, also ein schöner Spott. Kann ich eigentlich komplett mitnehmen. Was ist das hier? Kampfschrei gewährt. Eine Spezialfähigkeit, die die Ausdauer und Energie Regeneration aller Gruppenmitglieder beschleunigt. Ach, gut. Brauche ich das? Weiß ich nicht. Erhöht barbarischer Gegenangriff. Erhöht den von Gegenangriff Kombos des Wächters verursachten Heimzahlungsschaden. Das ist ja auch nicht schlecht, ob die... Hier brauche ich dann 15 Punkte muss ich verteilen insgesamt. 5, das. Ich denke mal, DPS-Erhöhung ist nicht schlecht. Die mitten, was haben wir hier noch? Moralboost.
Verbessert die Flexi-Schussschein, in dem Teil der Ausdauerenergie der Ziele auf sämtliche Gruppen, die übertragen wird. Impuls. Was ist denn hier los? Scheiße. Feuerwerk. Erhöht Schaden oder Heilung auf Fehlen. Erhöht den Schaden, der durch alle Ansturmfähigkeiten des Wächters verursacht wird. Naja, gut, ist es. Ich weiß es nicht. Erhöht den durch wütender Geist. Ich denke mal 20% Waffenschaden. Ich denke mal, das ist ganz gut. Ich kann ja immer noch umskillen, das wäre jetzt nicht das Problem. Bereitschaft, was ist das? Verbessert die Geschwindigkeit aller Einhandwaffen-Kombos, wodurch Kombos schneller hintereinander angesetzt werden können. Ja, das klingt gut. Verleiht eine Fähigkeit, die einen Sturmangriff auslöst, der das hier... Okay. Verbesserter. Wird durch einen Pfeileneffekt verstärkt, der die Bewegungsgeschwindigkeit ist... Die Bewegungsgeschwindigkeit ist für ein PvP, wahrscheinlich eher für PvP. Gruppen, das ist halt eher so alles Richtung Punkte habe ich noch. Ich mach die Dinger mal voll, das klingt... es hängt hier. So. Klingt ganz interessant. Der Schießschlag. Kampfschrei. Ausdauernd Energie. Energie war smarter dann wahrscheinlich, ne? Ich weiß es nicht, was ich mit den letzten vier Punkten noch machen soll. Das ist dann halt fürs Tanken halt ganz wichtig, ne? Was haben wir hier noch? Da hatten wir jetzt natürliche Gesundheitsregeneration. Ich nehme die mal mit. Komm. So, speichern wir das Ganze mal. So, dann muss ich erstmal die ganzen Kombos hier wieder rausziehen. Muss ich mal ganz kurz schauen. Das ist jetzt halt natürlich ein bisschen Theorie und Gucken hier. Schwächender Schlag, Überattacke 1, das ist wahrscheinlich auch schon stärkerer. Gegenangriff 2. Ist das ein Combo oder ist das ein Buff? Okay, das ist ein Combo. So. Ich muss mal ganz kurz gucken, was ich hier alles brauche. Das wird jetzt eh wahrscheinlich erstmal komplett falsch sein. Was ist das hier? Betäubt ist... Achso, das habe ich direkt... Betäubender Angriff. Überattacke 2. Das ist, glaube ich, die Hauptkombo. Schildfeger sowieso. War schon Seite 3? Nee. Plexus-Schlag, das war der, Das sieht noch ganz wichtig aus. Ich denke mal, der sowieso. Ich habe keine Ahnung, wie gesagt. Der Abwehrzerstörer ist wahrscheinlich dann eher noch mit einem auch noch mit sehr, sehr wichtig. Ich denke mal, den werde ich mal jetzt als erstes vielleicht setzen, dass die Abwehr zerstört, dass die Deckung von dem runter ist. Ich weiß es nicht, wie gesagt. Ihr müsst mir da auch mal ein bisschen Ansturm. Taktik. Verteidigen. Der Wächter haben wir ja schon. Okay. Oder Taktik provozieren. Taktik angreifen habe ich ja. Ja, fürs Questen ist wahrscheinlich die Taktik angreifen dann eher am besten. Gut. Ich lasse es erstmal so.
Wenn es falsch ist, kann ich jetzt ohne Stoff hier. Ist halt so. Ja. Die Zeit. So. Das war's dann auch mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder in Kitai, wenn es wieder heißt Let's Play Age of Conan. Also dann, macht's gut. Ciao.